Hallo, liebe Silvia. Hallo, liebe Anja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, total gerne. Und ich freue mich mega, dass du heute bei der Hasseplauderei dabei bist. Vor Ja, allen Dingen, ja. ich freue mich auch. Ja, cool. Pass auf, ich wollte aber noch sagen, was ich nämlich immer ganz besonders spannend finde, ist, wenn ich mich mit Gästen, gendert man das eigentlich? Das weiß ich nie. Gästen oder Gästinnen Mit treffe. Besuch. Ja, man sagt Gästinnen tatsächlich. Okay, da, die ich noch nicht kenne, weil das ist so für mich immer so ein besonderer Reiz. Das macht mir totalen Spaß. Deshalb, Ja, es war spannend oder ist spannend. ja, Ging mir auch so. wie schön. Ja. Okay, also pass auf, bevor wir jetzt über die Rasse sprechen, und das wird nämlich der Shelty sein, den wir heute vorstellen gemeinsam, magst du dich auch noch kurz vorstellen oder auch gerne lang? Ja, na klar. Mein Name ist Silvia Schulze und ich bin seit 2005 Hundetrainerin hauptberuflich und ja, arbeite über die positive Verstärkung, bin damals durch die Ute Blaschke-Berthold, ja, da in die Bereich, ne, in diesem Bereich der Arbeit mit dem Hund Ja. gekommen und war dann auch im ersten Ausbildungsmodul von der Ute dabei, Ah, okay. damals, genau. Habe das aber nicht abgeschlossen, habe aber trotzdem mich dann weiterhin fortgebildet, also ne, bei Ute und überall noch, war dann auch eine Zeit lang im BHV und so ging das dann. Naja, nun mache ich das halt seit 2005 hauptberuflich und ja, habe selber halt eigene Hunde vom Ridgeback über Kettle Dogs, Sheltie, jetzt ein Working Kelpie noch. Also ich habe auch nicht, dass ich sage, es muss diese Rasse sein. Und dann, ich mag halt Hunde. Okay, ja, vor allen Dingen, das bietet ja noch ganz viele Möglichkeiten für andere Rasseplaudereien. Das ist doch ziemlich cool. Ja, das Du, entschuldige, dass ich unterbreche. Hast du damals das Moodle-Ausbildungsprogramm gemacht bei der Ute oder hast du... nee, das war noch nicht über Moodle. Das war noch alles ja ganz einfach erstmal Okay. gehalten. Es war auch noch so richtig mit einem Ordner mit Ausdrucken und so. Das war wirklich das allererste Modul 2000. Drei oder vier, ich weiß gar nicht so genau. Ich habe nämlich den gleichen Werdegang wie du. Ich habe nämlich auch eine Ausbildung bei ihr gemacht und da war nicht abgeschlossen und habe mich dann quasi, bin dann immer weiter zu Seminaren gegangen bei Ja, ihr. genau. Also das ist die Ausbildung. Also man hat das Wissen ja trotzdem und das ist Ja, eine super klar. Ausbildung und das, was Ute da Okay. macht, finde ich schon großartig und was man Ja. bei ihr lernen darf, das ist echt Okay. mega. Finde ich auch. Kleiner Exkurs. Jetzt musst du nur noch mal sagen, wie deine Hundeschule heißt und wo du bist. Achso, meine Hundeschule heißt Hundeschule Tonkane. Ja. Und nebenbei habe ich ja mit dem Gerd Schreiber zusammen, haben wir jetzt ja noch die Online-Hundeschule Dog Geeks. Also wir haben Okay. zwei. Also ich habe anderthalb. Ja, Genau, und ich sitze südlich von Hamburg und online natürlich deutschlandweit. okay, super. Ich verlinke dann deine Hundeschule und auch Dr. Geeks heißt das in Dog die Geeks, genau. Beschreibung. Na? Sehr gern, danke. Hast du sonst noch was, was wichtig wäre, über dich zu erwähnen? Sonst fange ich jetzt mit der Einleitung an. Fangen einfach an. Alles klar. Okay, und alle, die der Rasseplauderei schon etwas länger folgen, wissen, was jetzt kommt. Ich rede jetzt ganz viel. Ich lese nämlich die Einleitung vor, die bei jeder Folge gleich ist. Und dann auch noch die Rassebeschreibung vom VDH. Und das wird ungefähr so 3 bis 4 Minuten dauern. Alle, die weiter scrollen wollen, weil sie es schon kennen, können das tun. Ich fange aber jetzt mal an. Also, Rassen sind, aber ich kann es übrigens immer noch nicht auswendig. Rassen sind auf spezifisches Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das zu tun, müssen sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, dem Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen können. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse können, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten. Auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten, um eben nicht auf seine Rassefunktion zu reduzieren. Okay, jetzt kommt der VDH. Wir schon alle weiter aufgemacht, fleißig wie ich bin. Oh, guck mal, habe ich das extra aufgemacht und ah, da ist es. Sehr gut. Okay, also der Sheltie kommt aus Großbritannien, gehört zur FCI Gruppe 1, zu der Hüte- und Treibhundgruppe.
Und die Widerristhöhe ist bei Rüden 37 cm, bei Hündin 36. Das ist ja kein großer Unterschied. Okay, jetzt lese ich mal ganz kurz mal die Persönlichkeit und die Verwendung vor. Und dann ist es auch schon fertig. Also, der Sheltie, er ist ein Clown, der den ganzen langen Tag Fröhlichkeit versprüht. Spiel und Spaß sind jederzeit willkommen. Hinzu gesellt sich ein zauberhafter Charme, der den Shetland Sheepdog für viele geradezu unwiderstehlich macht. Shelties sehen sich nach der Bewunderung ihres Menschen und dafür lassen sie sich in vielen Bereichen spielend leicht ausbilden. Fremden gegenüber sind sie erstmal reserviert. Sie sind der Publikumsliebling auf dem Agility-Turnier und entlocken hundelosen Passanten Ausrufe des Entzückens. Shelties, die von den meisten einfach als, Shetland Sheepdogs, die von den meisten einfach als Shelties bezeichnet werden, erobern die Herzen ihrer Umwelt im Sturm. Die temperamentvollen Vierbeiner sind nicht nur außerordentlich hübsch, auch ihr fröhliches, lebensbejahendes und überaus freundliches Wesen verdient ein dickes Lob. Wir gucken noch mal gerade. Genau, ich wollte noch mal gerade die Herkunft vorlesen, damit wir wissen, was die eigentlich, wofür die eigentlich früher mal gezüchtet worden sind. Shelties stammen von den vor Schottland liegenden Shetland-Inseln, auf denen noch weitere kleine Vierbeiner wie Shetland-Ponys und Zwergschafe leben. Für das Bewachen ihrer kleinen Schafe züchteten die dort ansässigen Bauern traditionell kleine Hütehunde, aus denen schließlich der Shetland-Sheepdog entstammt. Das raue Wetter und die karge Landschaft der Shetland-Inseln prägten den genügsamen, robusten Sheltie, der Outdoor-Aktivitäten liebt. Also soweit zum VDH, die ja irgendwie immer sehr blumig beschreiben, finde ich. Unbedingt, ja. Ich habe auch immer lange überlegt, welches Rasselexikon soll ich dir mal kurz vorlesen und so, aber ich glaube, wenn man sich für so eine Rasse interessiert und die eingibt, kommt der VDH bei Google ehrlich mal an erster Stelle. Genau. Und nehme ich das und es ist auch nicht so lang. Mhm. Und gleich bin ich fertig. Ja, gleich ist dein Einsatz. Pass auf. Und zwar habe ich jetzt mir noch mal so überlegt, welche Funktion hat denn der Sheltie früher gehabt? Ne? Das habe ich versucht, aus dem VDH-Rasse-Lexikon abzuleiten. Und da bin ich drauf gekommen. Er war oder ist vielleicht noch ein Arbeitshund. Mhm. Er ist für das Hüten von kleinen Schafen gezüchtet worden. Da muss ich immer an, wie heißen diese Geschichte mit dem Riesen und diesem kleinen Menschen? David und Goliath. Nee, da gibt es doch noch was anderes, wo dieser Riese dann auch so gefesselt wird von so kleinen Menschen. Ach, ja. Und da muss ich immer dran denken, bei den Shetland Ponys und den Shelties und so, das ist so eine Assoziation. Okay, und aktuell scheint die Funktion von Shelties eher zu sein, dass sie im Sport eingesetzt werden, als Rettungshund, Therapiehund und solche Sachen. Und er wird in der Familie gehalten. Und das Verhalten, was sich so ein bisschen daraus ergibt, ist unternehmungslustig, klug, sehr aktiv, sensibel, was auch immer das heißt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wachsam, reserviert gegenüber Fremden. Okay, und dann die Bedürfnisse, die ich daraus nochmal so abgeleitet habe, könnten sein, er will beschäftigt werden. Da müssen wir auch gleich nochmal darüber sprechen, welche Art von Beschäftigung eigentlich. Körperliche Aktivitäten, auch da fragt sich ja, welche hat er gerne. Er beobachtet sehr gerne die Umgebung. Er hütet. Müssen wir auch nochmal schauen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Genau, und wahrscheinlich, ja genau, das war es erstmal. Okay, liebe Silvia, jetzt habe ich echt ganz lange geredet, ne? Wow. Ja, genau. Also, was ich jetzt mal total spannend finde, ist, wir können mal so mit der Funktion anfangen, mit dem Arbeitshund. Kann man den Sheltie mit zum Beispiel mit diesen klassischen Arbeitshunden Collie oder Border Collie oder Australian Shepherds vergleichen? Jein. Okay. Also Beharrlichkeit haben die schon. Okay. Aber jedenfalls die ich so kenne. Die Aha. haben schon ganz schön Biss. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel meine kleine Fee durchaus hätte hüten können, wenn ich es ihr beigebracht hätte. Also die hatte, als sie jung war, wirklich so Ansätze und ich kann mir Fee auch nach wie vor echt sehr niedlich hinter Laufenten vorstellen, beispielsweise. Okay, ja. Ja. Aber es ist nicht zu vergleichen, naja, es kommt jetzt ja auch drauf an, was für ein Border Collie oder so man hat oder was für ein Australian Shepherd, ne? Aber mit Arbeitslinien ist ein Sheltie
da nicht zu vergleichen, wobei es auch immer noch Züchter gibt, die tatsächlich Schafe haben, auch kleine Schafe, und wo die Shelties auch hüten. Aber es gibt, ja, und witzigerweise haben die Shelties auch moderates Fell. Witzig, nicht? Ah, okay, ja, okay, verstehe. Du, was meinst du mit beharrlich, also mit Beharrlichkeit und wie zeigt sich das? Na, also wenn die was wollen, bleiben die schon auch dran. Okay. Also auch beim Jagdverhalten beispielsweise. Also es ist nicht bei allen. Also ich finde ein Sheltie mega einfach, wenn man weiß, wie Hund geht. Okay. Und wenn man mit sensiblen Hunden umgehen kann. Aber ich habe ja auch Kundinnen im Training, die maßlos überfordert sind, weil der Hund Jagdverhalten zeigt, und da sind die wie jeder andere Hund auch. Die sind halt nur kleiner. Und was halt wirklich stimmt, ist, dass Leute sagen, oh, ist die süß. Also meine ist ja schon 10 und es ist immer noch, oh, wie süß ist die denn? Also Shelties begeistern einfach. Das habe ich noch mit keinem anderen Hund gehabt. Auch Kinder, oh, ist die niedlich. Ja, also das sind sie. Also auch optisch für andere offensichtlich sehr reizvoll. Attraktiv, ne? Genau. Obwohl ja hier in der Beschreibung steht, dass die Shelties eigentlich gar nicht so, Bock auf Menschen hört sich jetzt so blöd an, aber hier steht reserviert. Sind sie auch. Also meins jedenfalls. Aber trotzdem finden andere Menschen die ja toll, und das ist ja dann auch wieder, wo sich der Kreis schließt mit dem, dass sie gern von ihrem Besitzer angehimmelt werden. Vielleicht möchten sie auch einfach Schutz von ihrem Besitzer, weil sie eben fremde Menschen nicht so mögen. Also man könnte es auch einfach ein bisschen langweiliger ausdrücken oder halt als Schwäche bezeichnen, wie man das auch möchte. Man kann auch sagen, der Sheltie, also das stimmt schon, man kann, also Shelties grinsen irgendwie immer. Die sind die wirken auch wirklich immer irgendwie fröhlich, und Fee ist immer on. Also wenn ich Fee frage, ob wir was machen wollen, dann sagt sie, ja, was? Wie hoch, wie weit, wie lange? Okay. Das ist ein fröhlicher, netter, kleiner Hund mit einem wirklich bezaubernden Wesen, was ein bisschen zu laut ist und manchmal ein bisschen nervig, aber irgendwas ist ja immer. Ja. Aber so grundsätzlich ist sie genau das, was ich haben wollte damals. Okay. Ach, wie schön. Das ist ja echt toll, Silvia. Ich finde, das ist ja irgendwie so die schönste Liebeserklärung, die man seinem Hund machen kann, dass ich irgendwie so, also alle Wünsche quasi erfüllt habe. Ja. Ne? Schön. Ich wollte halt gerne einen Hund, der grundsätzlich freundlich ist und den man leicht trainieren kann und der gerne in der Nähe bleibt. So. Und das ist sie. Und arbeitsbereit ist, ne? Also mit dem man was machen kann. Nicht so ein Couch-Potato, sondern mit dem man echt was unternehmen kann. Und das kann man definitiv. Das hört sich echt perfekt an. Also ich habe schon einige Shelties im Training gehabt, und die haben dich, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht zu mir gekommen, ne? Die haben dich immer gezeigt eher als sehr geräuschempfindlich. Ja. Und das Problem, was die Besitzer hatten oder wo die Schwierigkeit mit hatten, war halt so diese Bellfreudigkeit der Hunde. Mhm. Aber die haben natürlich immer dann gebellt, wenn ihnen was komisch vorkam. Also, obwohl die Shelties bellen immer. Aber ob das komisch ist, ob die sich freuen, ob die empört sind, ob denen langweilig ist. Okay. Also, und wenn man 2 Shelties hat, dann bellen die erst recht immer. Also Fee hält sich in Grenzen, aber da habe ich natürlich auch von Anfang an viel gegengearbeitet, aber trotzdem bellt die ist schon, das ist ein Sheltie. Und wenn die aufgeregt ist, bellt die. Ah, okay. Das heißt, die Aufregung kanalisiert sich so ein bisschen durch das Bellen. Und gibt es da noch andere Sachen? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, weil Hunde, die bellen, da steckt ja irgendeine Emotion dahinter. Und kann man jetzt sagen, hey, die sind vielleicht besonders sensibel und bellen deshalb viel, oder sind eben, haben vielleicht eine besonders niedrige Reizschwelle und bellen deshalb viel Umweltreize an? Kannst du das? Ja, mit Sicherheit. Also Unsicherheit kommt dazu, wenn sie frustriert. Okay. Also wenn ich nicht klar bin in dem, was sie soll, bellt sie. Naja, und dann eben auch in einer hohen Erregung, weil sie weiß, jetzt passiert was Tolles. Also auch wenn sie sich freut, bellt sie halt auch. Also sie bellt bei jeder Erregung halt. Okay, ist ja überhaupt nicht schlimm. Ne? Ich finde, das sollte man, das wenn man... Muss man bellt, wissen. Muss man das wissen, und dass man das auch nicht einfach abstellen kann. Das kauft man quasi mit, und man kann ein bisschen dran rumfeilen, dass die Emotionen dahinter steckt, ein bisschen
runtergeschraubt wird. Aber genau, sonst aber wenn man beispielsweise ein Bellverhalten haben möchte, wie das ein Ritschbeck hat, nämlich eigentlich nie, das wird mit dem Sheltie nicht möglich sein. Also natürlich wird es Ausnahme-Shelties geben, die nicht bellen, ganz klar. Aber grundsätzlich sagen die halt was. Mal, weißt du eigentlich, also was hat denn eigentlich Hüten, also Hüten mit Bällen? Also hast du eine Idee, also woher das kommt, warum das so gekoppelt ist? Naja, ich denk mal, dass die damit auch vorwärts treiben. Ne? Also bei den Shelties, und die Shelties sollten ja auch ein bisschen als Alarmanlage dienen, weil ja eben meistens die Landwirte, die Bauern da sehr, sehr arm waren und naja, brauchten kleine Hunde, aber eben Hunde, die sagen, da kommt jemand von Weitem. Und das tun sie halt. Also wenn, da muss man gut gegen trainieren. Andererseits ist es so, dass ich mit Fee auch mit Musik, mit lauter Musik auf den Ohren joggen gehen konnte und wusste, wenn was kommt, kriege ich das schon mit, weil sie mir halt Bescheid gesagt hat. Die hat mich einmal angewufft und dann wusste ich, alles klar, ich muss jetzt mal genauer gucken, da kommt gleich jemand. Ob mit Hund, ohne Hund, die ist da, läuft da halt nicht hin. Aber sagt Bescheid. Also man kann es ja auch nutzen. Ja. Ich sehe es nur nicht ganz so romantisch wie diese VDH-Beschreibung. Also ich sehe das, also natürlich sucht sie meine Nähe und ich glaube auch, dass viele Shelties, also Gerd hat ja jetzt auch gerade einen Sheltie übernommen, Erwachsenen, und auch da merkt man sehr, dass Freddy total auf ihn ganz doll bezogen ist. Okay. Also das ist bei Fee auch. Die findet zwar auch andere Menschen toll, findet auch Gerd ganz toll und mein Sohn ganz toll. Aber wenn ich in der Nähe bin, haben die einfach keinen Stich. Was bei meinen Kettle Dogs und auch bei meinem Kelpie jetzt ganz anders ist. Also die kann auch sagen, hey, ja, wir machen auch was zusammen, wir haben auch Spaß gemeinsam. Und das ist mit Fee nicht so einfach. Und ich habe bei Freddy auch nicht richtig, also der findet mich toll und kommt kuscheln. Aber wenn ich sage, lass uns mal von Gerd weggehen, sagt er, nee. Warum? Also die sind schon auf eine Person doll bezogen. Also ist ja jeder Hund meistens. Aber da würde ich jetzt sagen, ja, das kann schon sein. Also höre ich auch öfter. Okay. Sag mal, wie ist denn deine Erfahrung? Kann so dieses Fixiertsein auf so eine Person auch so ein bisschen Trennungsstress dann so nach sich ziehen, oder ist es nicht zwangsläufig gekoppelt? Ist nicht zwangsläufig, aber ich denke dran, also beide können sehr gut alleine bleiben. Aber es ist auch geübt. Also natürlich von Anfang an und kleinschrittig aufgebaut. Aber ich glaube nicht zwangsläufig, nein. Aber es ist schon so, dass das Fee, auch wenn andere Bezugspersonen zu Hause sind und ich bin weg, die wartet halt auf mich. Das tut sie. Sie schläft zwar, aber sie schläft dann im Flur im Hundebett und nicht da, wo die anderen sind. So. Okay. Und da sind halt meine anderen Hunde alle, die haben dann gesagt, naja, wenn die nicht da ist, lege ich mich halt zu den anderen Menschen. So. Und da ist Fee aber nicht so. Die sagt dann, Silvia fehlt und ich warte hier an der Haustür, dann kriege ich es mit. Also das ist schon, aber die schläft entspannt und alles ist gut. Ja, okay. Ist mir nur gerade so eingefallen, dass man da vielleicht dann einfach mit dem Training unbedingt ein bisschen früh starten sollte und das sehr kleinschrittig dann vielleicht auch aufbauen sollte. Ich meine, sollte man bei allen Hunden aber da vielleicht noch mal besonders gucken. Ja. Ich wollte dich noch mal fragen zu dem Jagdverhalten. Zeigt die Fee oder vielleicht auch andere Shelties, die du kennst, zeigen die gewisse Puzzlesteinchen besonders stark oder zeigen die komplette Verhaltenskette? Kannst du da was zu sagen? Ja, also ich kenne viele jagende Shelties und auch Fee hat früher gern gejagt. Ja. Und also das sind die ich kenne, sind Augenjäger. Also die gehen zum Glück nicht los, also obwohl die sehr gut mit der Nase arbeiten. Bei Freddy stimmt das nicht, der geht auch auf Nase. Also Gerds Sheltie, der macht auch ganz schön mit der Nase, geht der Spuren nach. Aber sonst hatte ich eigentlich auch die ich im Training habe, eher wenn die Sichtkontakt hatten und dann sind die steil gegangen. Ja. Und natürlich habe ich so eine Problematiken wie Fahrradreifen beißen, Autoreifen beißen, sowas. Packen ist da nicht drin. Also ich glaube, den Shelties geht es hauptsächlich ums Hinterherlaufen und dann irgendwann wieder abdrehen und zurücklaufen. Und die zeigen auch nicht lange an. Also die sind dann relativ, die entdecken und sind relativ schnell weg. Okay, weißt du, ich frage auch nur so nach, weil
wenn man das so ein bisschen rauskristallisieren kann, dass jetzt ein Puzzlestein besonders doll zeigen, wie zum Beispiel das Hetzen, dann ist es halt für zukünftige Shelty-Besitzer einfacher, sich schon mal Ideen zu holen, wie kann ich denn dieses Bedürfnis befriedigen, ohne dass die auf dem Schild mal hetzen, ist ja super leicht zu, also super genau. leicht zu befriedigen. Ja. Ne? Genau. Ja, super. Also es findet sich schnell Alternativverhalten, Ersatzhandlungen und aber war alles da. Und ich habe ja auch, also wenn man damit nicht umgehen kann, dann kann ein Sheltie echt lästig werden. Also wie jeder andere Hund auch, das muss halt passen. Aber es sind nicht einfach kleine, süße Hunde. Also jedenfalls, also es gibt ja auch Shelties, wie du ja schon sagst, die sehr introvertiert sind, die sehr, sehr ängstlich sind. Ja. Da muss man wirklich gut gucken. Ja. Und die kenne ich nämlich auch und die auch eher lethargisch wirken. Aber wahrscheinlich, weil die sich nichts trauen. Sag mal, hast du diese Erfahrung auch gemacht? Ich meine festgestellt zu haben, dass die eher etwas ängstlicheren Shelties auch vom Körperbau her anders aussehen. Und da habe ich mich immer schon gefragt, ist das vielleicht eine spezielle Zucht oder wurden da vielleicht mal irgendwann andere Hunde reingezüchtet? Die haben eher etwas, also nicht so ein buschiges Fell. Manche sehen ja aus wie so explodierte Plymouths. Ne? Das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber da steht das Fell eher so ab, wie so bei diesen englischen Collies. Und dann gibt es ja welche, die sind, da fällt das Fell eher so ein bisschen runter. Und die sind irgendwie auch, sehen dann dadurch zarter aus oder sind zarter. Und bei denen habe ich oft, oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass die eher so ein bisschen ängstlich und zurückhaltend sind? Also wenn ich das richtig im Kopf habe, wie die Züchterin von Fee mir das mal erklärt hat, die nämlich eher die kanadischen Linien züchtet, weil sie genau das eben bemerkt hat, dass das dann auf einmal Hunde waren, die nicht mehr über den Flughafenboden gehen konnten und dass das mehr die englischen Linien, dass es da tatsächlich mehr vorkommt mit den Ängsten. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich weiß nur, dass ich eine Züchterin gesucht habe, die wirklich wesensfeste Shelties baut und auch Langhaar-Collies, also mit die einfach gut durchs Leben kommen, weil ich ein kleines Kind hatte. Also mein Sohn war 18 Monate zu der Zeit. Da hätte ich keinen Hund gebrauchen können, der mit einer Lärmkulisse komplett zusammenbricht. Ja. Aber es ist ja auch ein super wertvoller Hinweis, dass man eben einfach sich die Elterntiere anschaut und einfach nochmal nachfragt, wie reagieren die denn bei Gewitter und wie reagieren die bei Silvester oder wenn man einen Schuss fällt oder so, ne? Dass man eben einfach sich auch so einen kleinen Fragenkatalog zusammenstellen kann. Naja, also was bei Fies-Züchterin halt einfach auch so war, und das hat sie auch offen und ehrlich gesagt, sagt sie, sie übt nichts. Sie macht das einfach und das funktioniert mit ihren Hunden. Das ist ja auch okay. Genau, also, und aber das war für mich, wo ich sagte, das ist cool. Genau. Weil wenn die ihre Hunde von, wir sind eigentlich nur im Garten unterwegs und müssen jetzt leider zum Flughafen oder auf eine Ausstellung und die packen das und ich das dann mit netter Vorbereitung kriege ich es dann ja locker hin. So, das war so das, was ich für mich da rausgezogen hatte. Und für mich, danach habe ich halt wirklich ganz gezielt geguckt. Also für mich war gar nicht wichtig, Farbe und so weiter, sondern ich habe ihr erzählt, wie ich lebe, was ich mache, wie mein Leben aussieht und habe sie gefragt, ob da ein Sheltie überhaupt in Frage käme. Und dann sagte sie, erwartet Welpen von einer Verpaarung, wo meine Bedürfnisse befriedigt werden müssten. Oh wow, super. Das ist so. Die Züchterin hört sich ja super an. Meinst du, wir könnten die auch verlinken dann noch? Oder? Nee, war nicht. Okay, alles klar. Gut, dann. Schauen. Also können wir, aber es hat sich da auch viel verändert in den letzten Jahren. Dann lassen wir das lieber. Hast du denn, wenn jetzt jemand ein Sheltie haben möchte und ist sich unsicher, zu welchem Züchter er gehen kann, kann er dich irgendwie kontaktieren oder sagst du, du bist da gar nicht drin in dem? Ich bin da null drin. Ich kann immer nur sagen, was ich bei allem sage, eben das, was du eingangs auch schon gesagt hast. Guck dir die Elterntiere an. Fahr dahin und finde raus. Also was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man rausfindet, ob der Züchter dieselbe Sprache spricht wie man selbst. Also was ich unter einem gechillten Hund verstehe, kann ja was völlig anderes sein, als du verstehst. Ja. Und das kommt ja auch aufs Lebensumfeld an. Und was immer, also was verheerend ist und gerade bei diesen Hütehundrassen verheerend ist, ist, wenn
die wirklich vom ganz platten Land kommen und die Hunde auch nur plattes Land kennen und dann in die Stadt verkauft werden und die Züchter nicht vorbereitet haben extra. Mhm. Also es gibt ja Züchter, die sind ja so cool drauf, also jetzt egal welche Rasse, die wirklich sagen, ah ja, ich habe einen Hund, der geht Richtung Hamburg, dann übe ich mit dem jetzt ganz viel Straße mit dem Welpen und mach noch dies und mach noch das, obwohl die irgendwo, was weiß ich, aus Flensburg vom Deich kommen, wo eigentlich gar nicht Straße ist. Ja. So eine Züchter gibt es ja in allen Rassen, die wirklich gucken, wo geht mein Hund hin? Also denen wirklich die Welpen am Herzen liegen, die das nicht nur sagen. Und darauf sollte man vor allen Dingen achten. Okay. Finde ich einen super wichtigen Hinweis. Das heißt, man sollte einfach gucken, dass der Züchter seine Hunde in so einem Lebensumfeld großzieht, in dem der Hund später auch leben soll oder ihn vielleicht dann sonst fett oder dann eben schon darauf vorbereitet. Finde ich total wichtig, weil ich immer noch ganz oft Kunden habe, die Hunden aus dem Stall, obwohl es den Hunden da wirklich gut ging, das sind jetzt auch nicht unbedingt Händler, aber vom Bauernhof ne, und da in die Kölner Innenstadt. Mhm, genau. Es geht oft einfach nicht gut. Ne? Nein, das schaffen die nicht. Also gerade diese sensiblen Rassen schaffen das oft nicht. Ja, okay. Können wir nochmal über die Wachsamkeit sprechen? Wie äußert sich die Wachsamkeit bei den Shelties, wenn sie es durch Bellen. Okay, genau. Weißt du, worauf ich hinaus wollte? Irgendwie habe ich mir das mit dem Bellen natürlich schon gedacht. Aber gehen die eher nach vorne oder bleiben die einfach nur stehen und bellen? Vertreiben die? Also wenn ich sie gelassen hätte, wird sie garantiert hinterherjagen. Die Idee hatte sie bestimmt. Aber da habe ich natürlich von Anfang an komplett gegengesteuert. Also, dass ich ihr gesagt habe, wenn du jemanden siehst, kommst du zu mir, bei mir ist schön. Ich hatte mit Fee von Anfang an, also als Welpe war die ja noch bezaubernder als jetzt, dass Leute halt, die haben uns gesehen und oh, ist die süß und dann fangen die an und das war für mich immer, ich habe dann hinten richtig Gas gegeben. Okay. Also dann habe ich richtig Party gemacht hinten und habe geklickt, gefüttert, das Spielzeug rausgeholt und habe quasi diese ganzen Animationsversuche der Menschen, die ich gar nicht kenne und auch nie wiedersehen werde, habe ich genutzt als Ankündigung für komm zu Mutti, wir haben Spaß. Und habe dagegen gearbeitet. Und das, also wenn man da wirklich richtig und gleich und gut einsteigt, ist ein Sheltie leicht zu trainieren. Also wenn ich jetzt bei meinem Cattle Dog bin, der hatte immer wieder die Idee, ich kann das besser als du. Also wir können was zusammen machen, aber ich kann besser als du. Und bei den Shelties ist es, und da würde ich halt eben wirklich sagen, das ist dann auch das eben nicht so super taffe. Das sind fröhliche, lustige Hunde, aber keine klassischen Draufgängerhunde. Okay. Und das sind nette Hunde. Also das ist eben auch, selbst wenn sie anstrengend sind, aber die ist nicht gefährlich. Also die geht nicht los und beißt einen anderen Hund oder so. Oder einen Menschen. Ja. Und das ist das, was ich super angenehm finde. Ja, das hört sich einfach auch sehr passend für die heutige Gesellschaft an, finde ich. Ne? Ja, aber du musst mit denen arbeiten. Also sie schenken es dir nicht. Ansonsten hast du einen kleinen Hütehund mit all den Sachen, die man nicht haben will. Mhm. Und einen dauergestressten natürlich, ne? Ja. Das sind kleine Arbeitshunde. Deswegen sind die auch so erfolgreich im Agility und so. Also da wird ja eine lethargische Schlaftablette, wird ja kein Hundesportler haben wollen. Ja, okay. Das hört sich sehr logisch an. Ich wollte noch mal dich fragen, weil du hast eben den Vergleich mit dem Cattle Dog gezogen. Mhm. Der also arbeitet, weißt du das? Ich weiß, also wenn der Sheltie die Schafe hütet, macht er das ähnlich wie ein Border Collie, dass er also immer quasi auf die Signale des Menschen auch so achtet und so oder auch so die Idee das in dem Kopf hat. Ja, okay, also nicht völlig selbstständig und also wie vielleicht. Aber deutlich dichter dran. Also die Videos, die ich gesehen habe, die Shelties sind deutlich dichter dran. Ach, okay. Als ein Border. Und sind auch lauter dabei. Aber ich denke, das hängt einfach mit der kleinen Größe zusammen. Okay, schön, das hast du ja eingangs schon gesagt, ne, dass sie vielleicht bellen, um sich Respekt zu verschaffen. Mhm. Okay, verstehe. Sag mal, so nach dem, was du jetzt so ein bisschen über den Sheltie erzählt hast oder was wir zusammen rausgearbeitet haben, passt der? Also würde der in eine Familie passen, in so eine klassische Familie mit vielleicht noch kleineren Kindern, wo viel Besuch kommt, wo es oft klingelt,
wo so eine Fluktuation von fremden Menschen auch da ist. Es ist ja eigentlich so ein typisch, oder so eine typische Familie, ne? Mhm. Vielleicht noch in einem Reihenhaus oder vielleicht sogar in einem Mietshaus in einer großen Wohnung, wo noch die Geräusche vom Treppenhaus dazukommen. Mhm. Wie würdest du das sehen? Naja, es kommt auf die Leute drauf an. Das ist halt wirklich, wie viel Zeit nehmen die sich für diesen Hund? Und wie sind sie bereit, auf die Bedürfnisse dieses Hundes einzugehen? Grundsätzlich glaube ich, also die haben gerne Platz um sich rum und natürlich reagieren die auch auf Bewegungsreize und müssen die ständig ausblenden. Das ist dann schon anstrengend für die, aber die sind ja wirklich grundsätzlich freundlich eigentlich. Aber wenn man sich die selbst überlassen würde, also und das nicht coachen würde, so wie man das ja manchmal beim Golden Retriever oder so, die kriegen es ja wirklich häufig fantastisch hin. Also ohne, dass die groß rausgenommen werden müssen, dass da groß Aufwand betrieben werden muss. Da bin ich mir beim Sheltie wirklich nicht sicher. Also der bräuchte schon seine Sicherheitszone und was eben ganz klar ist, grobmotorische, laute Kinder, schwierig. Also Vieh mag kleine Kinder gar nicht. Also die tut denen nichts, aber die möchte von denen einfach nicht angefasst werden. Ja, ich finde das total wichtig, das rauszuarbeiten, weil man kann zwar ja mit Training total viel erreichen und den Hund coachen und so, aber letztendlich nützt es ja auch nichts, wenn wir 15 Jahre lang gegen die Bedürfnisse des Hundes antrainieren. Ne? Ja, genau. Genau, deshalb finde ich das wirklich nochmal bedenkenswert. Was meinst du denn, in welchem Umfeld wird denn ein Sheltie glücklich? Oder was braucht er zum Glücklichsein? Frage Nummer Frage. Viel zu essen auf jeden Fall. Also nein, die brauchen nicht viel, aber sie glauben, dass sie viel brauchen. Okay. Also muss schon mal was zu essen da sein, dann sind die sehr glücklich. auf jeden Fall Beschäftigung, also was, das zeigt einem dann ja auch individuell der Hund, die möchten gerne was machen und nicht einfach nur spazieren gehen. Fee war super in Nasenarbeit oder ist sie auch immer noch. Tricktraining fiel ihr super leicht. Alles sowas. Die konnte auch, also ja, die lief auch am Fahrrad. Also musste ich schon langsam fahren, weil ich ja nicht will, dass so ein kleiner Hund die ganze Zeit galoppiert. Aber das ist einfach ein Hund, die auch überall mitkommen würde. Okay. Also der war auch, das war auch nicht schwer, ihr Bahnfahren beizubringen. Aber andererseits eben auch, sie ist einmal in so einer blöden Brücke hängen geblieben, in so einer kleinen Holzbrücke am Wald. Das war dann wieder Training, bis ich sie dann so weit hatte, dass sie sich wieder rüber getraut hat, ne? Wo der Kettle gesagt hätte, ja, bin ich halt hängen geblieben. Ja. Und wenn man dann gesagt hätte, weißt du noch an der Brücke, welche Brücke? Ja, okay. Ich weiß nicht. Ja, und da muss man mit Federn wieder nacharbeiten. Und sicherlich kriegt man die auch, indem man die dann einfach rüberzerrt. Und dann sind die irgendwann, machen sie es halt, weil sie nicht anders können. Aber das ist ja nicht unser Ansatz von Hundehaltung. Nein. Und wir wollen ja irgendwie nett mit dem Hund umgehen. Und was ich halt so feststelle, also guckt euch die Hunde an und wenn ihr nicht sicher seid, man kann ja auch immer noch einen erwachsenen Hund erstmal adoptieren. Also da weiß man ja wirklich, was man kriegt. Mhm. Und kann dann ja gucken, ist die Rasse Sheltie wirklich was für mich und sich weiter reinfuchsen dann mit diesem älteren Hund, ob man das dann nochmal als Welpe möchte oder nicht. Und es gibt ja auch Shelties und Shelties. Also wenn man sich nicht sicher ist, würde ich immer zu einem erwachsenen Hund tendieren und den mir genau anschauen und gucken, wo der lebt, mit den Besitzern sprechen. Also es muss ja nicht immer der traumatisierte Hund aus dem Tierheim sein. Es gibt ja durchaus Scheidungsopfer oder ja, so wie jetzt bei Gerd, da ist die Bezugsperson stark erkrankt und war nicht mehr in der Lage, den Hund zu beschäftigen und auszulassen. Okay. Ja, und genau. Ja. Also verstehe, das heißt, beim Sheltie ist es schon so, dass er eigentlich extrem anpassungsfähig ist und dass man das aber, also da könnte sowohl in der Stadt als auch auf dem Land glücklich werden, sowohl in einem Mietshaushalt als auch in einem Familienhaus, aber man muss eben dann schon gucken, dass man einfach wie bei jedem Hund irgendwie Trainingszeit investiert und dass man eben dann auch schaut, wenn er vor allen Dingen in eine reizvolle Umgebung kommt, dass man da bei der Zucht wirklich nochmal
gut hinschaut. Ja, und vor allen Dingen, dass man für Ruhezonen vernünftig sorgt. Und wenn der so selbst überlassen, wenn die dann zwischen den Kindern rumspringen, es wird dann einfach laut und es wird immer lauter. Und das ist das, womit die Leute dann überfordert sind. Und naja, und was dann ja auch irgendwann Ärger gibt, ne? Weil wenn so ein Sheltie sich stereotyp einkläfft, das ist auch wirklich dann ja, also das ist ja bei jedem Hund, genau. Ja. Ja. Und Shelties haben wirklich keine schöne Stimme. Nee, finde ich auch. Ja. Also die meisten Hütehunde haben echt keine schöne Stimme. Das stimmt. Ja. Ich fand deinen Hinweis, dass die ja auch auf Bewegungsreize reagieren, auch nochmal sehr, sehr sinnvoll. Vor allem, wenn man kleine Kinder hat, die auch selber noch nicht so in der Lage sind, mal zu reflektieren oder liegt jetzt darunter, gehe ich mal eher langsam vorbei. Mhm. Na, das ist ja auch, ganz viele Menschen nicht. Okay, super, Silvia. Wir haben gerade ja, oder du hast gerade schon mal die Beschäftigung angesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das auf gar keinen Fall? Oder sagst du, wie du eigentlich eben schon so ein bisschen angesprochen hast, es ist eigentlich ein Allrounder, mit dem man machen kann? Okay. Muss man gucken. Okay. Und dann gibt es ja immer noch solche und solche. Ne? Also man kann ja nicht, die einen sind da talentierter oder nicht. Okay. Aber eigentlich, also mit Fee kann man irgendwie alles machen. Super, das ist ja echt geil. Ja. Wie stellst du dir denn so den perfekten Sheltie-Besitzer vor? Also was muss ich für ein Mensch sein, damit man so sagen könnte, ja, der Sheltie ist genau der richtige Hund für dich? Naja, auf jeden Fall schon so sensibel, dass man mitbekommt, wenn ein Hund Stress hat. Okay. Und auch dann wirklich bereit sein zu sagen, naja, ich mache es ihm dann auch einfacher und leichter und arbeite dran. Und ich glaube, wenn dieser Bereich funktioniert, dass der Sheltie lernt, ich habe Schutz bei meiner Bezugsperson, ich glaube, dann wird es einfach. Und dann laufen die von selbst. Okay. Also die meisten, dann kommt noch ein bisschen Training dazu, ne, ist klar. Aber der Bereich Schutz ist, glaube ich, echt wichtig bei den Shelties. Mhm. Und das war auch, was ich mit Fee wie bekloppt geübt habe, weil was man einfach nicht vergessen darf, also es gibt ja auch sehr große Shelties, die voll aus dem Standard rausgehen, aber so, wenn die im Rassestandard sind, sind das kleine Hunde. Ja, ne, das übersieht man immer, weil die so viel Fell haben, aber das sind wirklich... Ja, und man sieht häufig viel zu große. Also gibt es ja massenhaft, ne? Ist ja auch nicht schlimm, das ist jetzt überhaupt nicht, ich wollte eigentlich gern eine Übergröße, ich habe aber eine ganz kleine bekommen, ist zwar im Rassestandard, aber Verhalten war halt wichtiger, also mir ging es ums Wesen und nicht darum, ja auch die Farbe, ich wollte auch eigentlich gar kein Tricolor, aber das war alles nicht wichtig und Fee ist der schönste Sheltie der Welt, das ist ja klar, mit der schönsten Farbe überhaupt. Und wie viel Kilo hat die Fee denn? 7. Ach, guck mal, die hat sogar 1 Kilo weniger als mein Hund. Das ist ja interessant. Ja. Ich dachte, da drin. Ja. Ja, okay. Super. Ein kleines Tierchen. Ja. Genau, und da ist es ja halt so, dann noch das Fell. Und wenn die gestresst sind, machen kleine Hunde das ja häufig über Bewegungsreize. Und da habe ich halt wie blöd geübt, gerade wenn uns größere Hunde entgegengekommen sind, bleib bei mir. Du bist hier safe, also dass die aus diesem ich renne mich weg rauskommen, weil die sich damit echt in Schwierigkeiten bringen. Also es machen ja nicht nur Shelties, das machen ganz viele kleine Hunde, weil denen nichts Besseres einfällt und wenn die sich da nicht sicher fühlen. Und aber wenn man das mal abgedeckt hat, also und als sie dann so 3 war, also seit sie 3 ist, läuft das. Also dass die auch kaum noch, an Vieh ist fast nie eine Leine dran, weil das so funktioniert. Finde ich total interessant, dass du das nochmal so erwähnst, dass Shelties kleine Hunde sind. Weil das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt und das finde ich so wichtig. Und ich will jetzt auch nochmal sagen, das ist zumindest meine Erfahrung und meine Meinung, ich hoffe deine auch, dass man sie auch durchaus mal auf den Arm nehmen kann, um sie zu schützen. Unbedingt. Gut, ja. Ja, also ganz viel. Das mache ich heute noch. Also und als sie jünger war, hat sie das auch ganz oft eingefordert. Und wenn sie überfordert war oder eben was nicht sehen konnte. Also es sind ja kleine Hunde, die gucken ja ständig gegens Gras. Ja. Und wenn man zum Beispiel an einer Pferdekoppel oder Kuhkoppel vorbeigeht, die hören das und riechen das und können es nicht sehen. Und dann habe ich sie auf den Arm genommen und dann hat sie geguckt. Ja. Und dann habe ich sie wieder runtergelassen. Und das wird, je älter die werden, desto weniger fordert sie ein. Aber manchmal gibt es heute noch Situationen, wo dann zu viele Menschen da sind und ich einfach merke, und dann frage ich sie, ob sie auf den Arm möchte. Also ich frage dann und dann springt die sofort rauf. Und dann, oder eben nicht. Und dann will sie nicht. Dann ist ja okay, dann kommt sie klar. Ja,
Super. Dieses auf den Arm und gucken, das finde ich auch total. Das habe ich nämlich mit meiner Lotti, mit meiner Yorkie-Hündin auch aufgebaut. Die war ein bisschen kleiner als der Oliver. Die hatte, glaube ich, so 5 Kilo. Mhm. Und die hat ein starkes Interesse an der, also der Oliver auch, aber der riecht eigentlich nur an Pipi-Stellen, wo das ist im Leben. Ne? Mhm. Und die Lotti war kastriert und so, und die hat immer, hat eben auch sich für andere Dinge, sage ich mal, interessiert. Und die habe ich immer gefragt, willst du auf den Arm und gucken? Und das war eben ein anderes auf dem Arm als Schutz suchen. Mhm. Und wenn sie ja gesagt hat, da hatten wir auch so eine Vereinbarung, so eine Körpervereinbarung, dann ist sie auf den Arm gekommen und hat sich so richtig aufgerichtet und hat immer so geguckt und dann hat sie gesagt, ich kann wieder runter. Genau. Schön, sowas, was man alles machen kann. Ne? Ich finde das so schön. Also das ist für mich ja Kommunikation mit seinem Hund. Also dass die einfach sagen können, ich kann es nicht sehen, kannst du mir bitte helfen? Ja klar, gern. Also ich mag das, ich finde das total schön und ich finde es auch total süß, wie die Hunde dann die Umgebung wahrnehmen und sich das wirklich ganz in Ruhe anschauen. Und das hört, also Jade ist, die ist 2,5, die guckt auch noch ganz viel und manchmal hebe ich auch die hoch, dann sagt sie auch bitte, und dann mache ich das. Aber es wird ja weniger. Also je älter die werden, die können dann ja die Geräusche zuordnen, wissen, ah ja, so hört und riecht eine Kuh. Ich gehe an der Kuhkoppel vorbei, das muss ich mir nicht angucken. Aber ich mag das so gern. Also und ja, das ist halt ganz wichtig, gerade für Hunde, die mit Unsicherheiten und mit Stress zu tun haben, dass man Zeit hat, denen die Welt zu zeigen, so ein bisschen. Und ich glaube aber einfach, dass grundsätzlich der Sheltie gut an so eine Umweltreize zu trainieren ist. Also wenn man sich da Zeit für nimmt und man dann super gut mit denen überall hin kann. Also auch in Hotels übernachten oder. Und vor allen Dingen, also und das war damals für mich auch der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte, also ich hatte ja den Kettle Dog, ich hatte ja einen Kracherhund und dazu wollte ich halt einen Hund haben, der grundsätzlich mit der Umwelt nicht so viele Probleme hat und eigentlich kein Aggressionsverhalten zeigt. Also eigentlich. Und mein Sohn war 18 Monate alt und ich wollte halt auch einen Hund, wo Kinder keine Angst vor haben, erstmal im ersten Moment. Mhm. Aber eben auch ein, Welpen springen halt an. Jeder Welpe tut das. Und ich wollte halt gern, dass mein Sohn auch nicht die Verknüpfung hat, kleine Hunde tun weh oder doll weh. Und ein Sheltie konnte halt stehen. Also als Kek kam, hat die 1,6 Kilo gewogen. Ehrlich? Die habe ich alleine von der Züchterin abgeholt und dann hatte ich die hier oben in der Jacke. Oh. Dann sind wir nach Hause gefahren. Die war so klein. Nein. Dann hat sie während der Fahrt in meine Jacke gekotzt und dann habe ich ihr geschworen, dass ich immer auf sie aufpassen werde. Das hast du gut gemacht. Dann hat sie immer voll gepinkelt. Ja. Also, okay. Oh, wie niedlich. Oh. Ja, es war sehr süß. Okay. Die Jacke passt jetzt nicht mehr so gut. Ich würde jetzt nach dieser echt total süßen Liebeserklärung, würde ich gerne noch mal ganz kurz auf das Fell zu sprechen kommen. Genau, da also, kriegst du leider keine Liebeserklärung. Okay, weil in diesen unterschiedlichen Beschreibungen, die ich gelesen habe, steht überall drin, dass sie zwar viel Fell haben, aber dass sie überhaupt gar nicht pflegeintensiv sind. Nein, gar nicht. Okay. Also, als sie jung war, stimmte das. Das war wirklich echt einfach, da ist nichts drin hängen geblieben, das ist so rausgefallen, das war ganz toll. Und von Jahr zu Jahr schieben die halt mehr Unterwolle. Das ist ja auch bei vielen Aussies so, Australian Shepherds. Und Vieh musste dann leider auch noch kastriert werden. Das ist fürs Fell ja auch nicht zuträglich. Und je älter sie wird, also seit 2 Jahren schere ich sie im Sommer, weil auf einmal hat sie auch Probleme mit der Wärme, hatte sie nie. Also die hat schon immer auch im Sommer im Bett geschlafen. Und vor 2 Jahren fing das an, dass sie rausgegangen ist und hechelnd auf dem Laminat lag. Und das kenne ich von ihr nicht. Mhm. Dann habe ich ihr den Pulli ausgezogen und dann hatte ich wieder meinen Hund. Okay, und, ja. Aber auch das macht das Fell ja nicht unbedingt besser, das Scheren. Aber es bleibt einfach immer mehr drin hängen. Und der Freddy von Gerd, da bleibt alles drin hängen. Also der ist nicht geschoren und der ist gut gepflegt. Das ist furchtbar. Und der hat einen Kragen am Hals, der tapert auch und wechselt die Plätze, weil ihm warm ist. Also der möchte gern Kontakt und dann wird ihm warm. Und das gucken wir uns jetzt im Frühjahr zum Fellwechsel an und dann schauen wir mal. Vermutlich hat er dann auch im Sommer eine Kurzhaarfrisur. Okay, gut. Und wie ist das mit der Pflege? Also jeden Tag bürsten oder, also muss man, weißt du, es gibt ja so Hunde,
Die muss man einfach pflegen. Also ich habe ja einen Yorkshire Terrier und ich habe den nicht, weil ich Hunde so gern pflege. Deshalb ist der auch immer kurz, weil ich hasse es zu bürsten und ich hasse es immer hier zu. Ich auch. Na, und deshalb so meine Frage, wenn ich jetzt, wenn Anja sich jetzt überlegt, ich hätte gern Sheltie, muss ich dann jeden Tag entfilzen und bürsten oder? Also wenn du das Glück hast und einen mit einem vernünftigen Fell erwischt, nicht. Mhm. Was ist dann, denn einfach? Dann bürstest du den vielleicht, weiß ich nicht, also als ihr Fell noch echt funktioniert hat, habe ich die zum Fellwechsel gebürstet und zwischendurch mal zweimal, weil man das so macht. Und ich hatte nie, also das war so selten, dass die mal ein Knötchen hinterm Ohr hatte, was ich rausschneiden musste. Und da bin ich dann auch, das waren 10 Minuten, habe ich sie durchgekämmt. Der Fellwechsel war ein bisschen nervig, aber der ist bei jedem Hund nervig. Okay. Da musst du halt die Unterwolle ja richtig dann vorsichtig rausbürsten. Mhm. Das ist natürlich bei einem Langhaarhund mit so einer Wolle, dauert das etwas länger als bei einem Kurzhaarigen, die man so abstriegelt. Aber das war es dann auch. Die habe ich zweimal im Jahr zum Fellwechsel richtig ausgebürstet, ausgekämmt. Und das hat sich auch leicht abgelöst. Das tat ihr auch nicht weh. Es hat halt einfach nur gedauert. Naja, und irgendwann, das hat sich dann eben auch verändert. Die Wolle will nicht mehr raus. Und ja, klar, ich könnte, ja genau. Und das könnte ich ja durchziehen, aber das mache ich nicht. Ne? Also das tue ich meinem Hund nicht an. Ich merke das ja auch. Also die ist ja immer brav liegen geblieben. Also die hat sich auf die Seite gelegt und dann habe ich gekämmt. Und auf einmal hat sie halt gesagt, oh nee, ich mag nicht mehr und will nicht mehr. Und das hat ja einen Grund. Und den nehme ich dann einfach mal ernst. Ja. Und ich habe es ja selber auch gemerkt, dass ich das Zeug nicht mehr rauskriege. Okay, also man darf jetzt auch nicht so ein Sauberkeits- und Reinigkeitsfanatiker sein. Aber das darf man ja eh bei Haustieren nicht. Also da ist ja ganz egal, was man... Naja, Fische machen vielleicht keinen Dreck. Aber... Tiere machen halt Dreck und auch die Kurzhaarigen tragen Sand. Also klar, ein Langhaariger trägt mehr Sand rein, aber auch die Kurzhaarigen tragen Sand rein und Haaren und machen Sabberflecken. Und wenn man es gerne ganz, ganz doll sauber hat, dann lass die Finger davon. Schildkröte, genau. Ja. Okay. Verstehe. Okay, also Fell kann man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und du hast eben noch mal gutes Fell erwähnt. Auch wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen nerve, weil ich ganz genau wissen will, aber gutes Fell ist eine bezeichnende Unterwolle, die sich dann rauskämmen lässt, oder was meinst du? Naja, also gutes Fell, da meine ich, dass das Deckhaar wirklich so funktioniert, dass also Fies zum Beispiel, wenn die schwimmen gegangen ist, hat die sich zweimal geschüttelt und war trocken. Okay. Mhm. Und die Unterwolle lässt sich eben gut entfernen und ist nicht im Übermaße da. Verstehe. Und das Deckhaar funktioniert oder die ist durch Schnodder gelaufen, war schwarz und dann bist du weitergegangen und während des Spaziergangs ist sie abgetrocknet und das war alles wieder weiß. Also und das ist ja auch, jetzt mal ehrlich Anja, wenn wir an so einen Bauern denken, so einen Schafshalter da in Schottland oder egal wo, also auch mit Border Collies, Australian Shepherds. Also die sind dann den ganzen Tag draußen, schubsen die Schafe durch die Gegend, färchen die um, bauen Zäune, sind 12 Stunden unterwegs. Und dann kommen die nach Hause und sagen so, und jetzt kämme ich die Hunde. Da habe ich voll Lust zu. Weil die sind ja auch schmutzig und jetzt muss ich die nochmal duschen und dann föhne ich die. Klar, das finde ich total logisch. Das machen die ganz sicher, bin ich mir. Also mit Lockenstab auch noch. Aber das ist super, dass du das sagst, weil es ja einfach viele Hunde gibt, die eben nicht mehr auf Funktionalität gezüchtet wurden. Überhaupt nicht. Das Fell dann eben so Dimensionen annimmt, so wie über diesen englischen Collies oder so. Ne? Deshalb super, dass du das gesagt hast, dass man da auch einfach ein bisschen drauf gucken muss. Ne? Finde ich gut. Also meine Frage ist damit beantwortet. Ich danke dir. Ja, gerne. Okay, du, ich schaue jetzt noch mal gerade unsere Fragen durch. Hast du in der Zeit, wo ich hier so ein bisschen schaue, ob wir noch was vergessen haben, hast du noch was dir ganz wichtig ist, was ich vielleicht jetzt noch nicht erwähnt habe? Was ich immer noch so als Frage habe, ist, ob sich, hast du Bedenken bei der Zucht? Also es gibt ja, also wenn man einen Zuchthund hat, dann hat man sich ja mal irgendwann so ein bisschen mit Züchtern beschäftigt und vielleicht auch mal so ein bisschen mit dem Wesen von den Hunden und der Rasselinie. Gibt es irgendwelche Bedenken, die du hast bei der Sheltie-Zucht? Also es kann ja auch sein, dass du völlig raus bist und sagst, nee, ich weiß gar nicht Bescheid. Also jetzt speziell bei der Sheltie-Zucht, nein. Aber was halt immer ein Problem ist, also generell bei Zucht, ich
wird immer ich für mich, meine Meinung. Also es hat jetzt nichts mit, ich habe da eine Studie zugelesen, sondern es ist jetzt meine Meinung. Ich finde es immer gefährlich, wenn bestimmte Züchter, egal welcher Rasse, nur auf eine Farbe verpaaren. Wenn man weiß, dass es eine bestimmte Farbenvielfalt gibt. Also zum Beispiel gibt es Sheltie-Züchter, die haben nur Zobelfarbene, also dieses Lassie, ne? Dieses Braune. Oder nur Schwarz-Weiß. Das finde ich immer gefährlich, weil ja, wenn man anfängt, auf was Bestimmtes zu selektieren, verändert man ja immer irgendwas mit. Und auch bei den Schokolabis ist die Entwicklung ja, das hat denen ja nicht besonders gut getan, dass es auf einmal nur noch Schokolabis gab. Und mit den Silbernen wird es ja nicht gerade besser. Und das gibt es ja bei Massenhafthunden. Auch, dass es eine Zeit lang nur noch Blue Merle-farbene Australian Shepherds gab. Ja, vor sowas würde ich mich immer ein bisschen in Acht nehmen. Wenn ein Züchter, also ich für mich, oder das ist für mich was, wo ich sage, okay, es gibt diese Rasse in einer Farbpalette von Miss. Und dieser Züchter hat nur diese Farbe und hat aber viele Hündinnen. Ne? Also nicht, ich habe nur eine Zuchthündin und mache alle 2 Jahre mal einen Wurf. Das ist ja was ganz anderes. Ich meine diese großen Züchter, die weiß nicht, wie viele Hündinnen haben und auch ein paar Rüden. Und alle sind sie zobelfarben oder schwarz-weiß. Da würde ich halt gucken. Oder halt bei den Labis, alle sind Schoko. Da wäre ich vorsichtig. Oder die haben alle eine Farbe, die es eigentlich gar nicht gibt. Da würde ich ganz weit laufen. Also ich habe ja immer mit diesen Farben, die es eigentlich gar nicht gibt, ich finde die auch hübsch. Also optisch bin ich immer voll dabei. Ich mag es bunt und wenn es das dann auch nicht gibt, na klar, alles was neu ist, ist irgendwie interessant. Aber das ist für mich so, wo ich sage, okay, sowas würde ich nicht gezielt suchen. So, ich habe auch immer gesagt, es muss kein Merle-Sheltie sein. Wenn es denn einer ist, okay. Auch Freddy ist das ja jetzt, also der wäre wegen Farbe ja auch nicht ausgeschlossen worden. Aber ich wäre nie gezielt losgegangen und ich finde Merle wunderschön. Also ich mag das wirklich gerne leiden. Ich finde das ganz, ganz hübsch. Ja. Aber nein, das ist ein Farbgendefekt. Und ein Defekt kommt selten allein, das ist einfach so. Ich verstehe, was du meinst. Und es gibt ja diesen Oldschool-Spruch, ein guter Hund hat keine Farbe. Mhm. Und aber das ist natürlich so was, was unseren Bedürfnissen ja extrem zu widerspricht, weil wir gucken halt immer erstmal aufs Äußere. Aber deshalb ist natürlich. Es auch wichtig, dass du es so betonst. Also echt danke dafür. Gerne. Also ich gucke auch aufs Äußere. Und natürlich ziehen bei mir nur Hunde ein, wo es irgendwie Pling macht. Also ich muss die angucken und sagen, ja. Aber... Und natürlich habe ich auch immer die total tolle Vorstellung, wie es aussehen soll. Und es wird dann immer ganz anders. Ist danach der schönste Hund der Welt. Aber die haben alle das, dass ich die angucke und sage, also bei mir, das ist irgendwas in den Augen, was die haben, wo ich dann sage, ja, das ist mein Hund. Und dann ist das ganz was anderes geworden, als ich eigentlich mir vorgestellt habe und finde, dass das eine großartige Entscheidung war. Sehr gut. Ja. Okay. Ja. Ja, ist aber wirklich einfach super, super wichtig, sich nicht immer nur vom Äußeren blenden zu lassen. Deshalb bieten ja viele Hundeschulen auch Beratung vor dem Hundekauf an. Machst du das eigentlich auch? Selbstverständlich, aber es nimmt ja niemand in Anspruch. Bei mir auch. Oder bei dir? Einmal und dann die Leute aber schon, was sie kaufen wollten. Also genau, genau. Ich habe mir schon Welpen ausgesucht. Ja, was soll ich jetzt machen? Genau, die Auswahl bestätigen. Genau. Ja, wollen wir jetzt. Nee, also ich habe es auch. Aber nimmt es in Anspruch. Also es ist wirklich, es kann nicht eine Hilfe sein. Wir wollen auch keinem irgendeinen Welpen aussuchen, sondern wir machen genau das. Wir gucken, ob wir Bedürfnisse von Hund und Mensch passend machen können. Ja. Okay. Ganz kurz noch, wollte ich was, weil da habe ich noch so ein bisschen recherchiert zu den rassetypischen Krankheiten. Was sagen? Lese ich jetzt einfach mal ab, weil das sind irgendwie Worte, die kenne ich nicht. Also, ja, das geht auch, mir ähnlich. Genau. Also worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch für einen Sheltie interessiert. Es gibt diesen MDR1-Gendefekt, darauf wird aber auch bei dem Züchter getestet. Ich führe das jetzt alles nicht näher aus. Ich habe aber mal eine Rasseplauderei über den Border Collie gemacht und darunter gibt es eine Verlinkung zu einer Studie über diesen Gendefekt. Da könnt ihr alle darüber mehr erfahren. Ich glaube, sind jetzt die Minus-Minus-Verpaarungen nicht sogar vom britischen Club für britische Hütehunde, sind die nicht sogar raus? Ich glaube, die dürfen gar nicht mehr. Was wieder für einen Genpool auf der anderen Seite auch wieder schwierig ist. Ne? Also ich
weiß, dass da einige Züchter ganz schön auf die Barrikaden gegangen sind. Aber es ist schwierig. Ich für mich würde kein Minus-Minus-Hund. Okay, also ich kann mal kurz was einfügen, weil ich habe eine ganz tolle Seite gefunden, die verlinke ich auch einfach in der Videobeschreibung von einem Züchter. Und die haben geschrieben, was ein MDR1-Defekt eigentlich ist und was der so nach sich zieht. Also ich lese es einfach mal vor. Mhm. Der MDR1-Defekt ist eine Überempfindlichkeit auf einige Medikamente. Der MDR1-Transporter stellt eine Schutzbarriere für das Gehirn dar. Bei dem Defekt ist dieser nicht vorhanden und Medikamente können ungehindert in das Nervensystem eindringen. Und Auswirkungen können sein Bewegungs- und Koordinationsstörung, Zittern, Benommenheit, Erbrechen, Desorientiertheit, Pupillenerweiterung, vermehrter Speichelfluss und sogar den Tod. Und in einer anderen Studie, die ich dann ja auch nochmal verlinke, da geht es natürlich auch nochmal darum, nicht nur um körperliche Symptome, sondern auch, die verhalten sich teilweise auch anders. Genau. Also häufig sind die von einer Stressresistenz ein bisschen benachteiligt und würde ich halt gucken, also für mich, also Fee ist Trägerin, mein Kelpie ist Plus-Plus, also die hat es nicht und Fee ist Plus-Minus, aber da wusste ich halt auch, also die Mama war Plus-Minus und der Papa war Plus-Plus und das war für mich okay. Okay. Aber also von einer Minus-Minus-Verpaarung hätte ich halt die Finger gelassen, wenn da Minus-Minus bei gewesen wäre. Ja, also darauf sollten die auf jeden Fall getestet sein, die Elterntiere und wahrscheinlich auch noch alle Generationen vorher. Dann gibt es eben diesen bekannten Merle-Faktor, da soll man eben nicht Merle und Merle verpaaren, weil dann kommt man eben oft Taube und... Genau, oder auch Merle-Träger, ne? Und das wissen ja ganz oft diese Hobbyzüchter nicht und lassen dann auch nicht testen und haben, ne, es gibt ja schwarze oder Bicolor, also schwarz-weiße Hunde und die sind aber Merle-Träger und wenn man die mit Merle verpaart, kann das sein, dass da blinde und taube Hunde bei rauskommen. Okay, das wusste ich jetzt auch, weil ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Ja, das ist total, also auch die ganzen Farben und so, da muss man echt ein bisschen Ahnung haben. Also es ist immer, deswegen kriege ich immer die Krise, wenn irgendwelche Leute irgendwie Hunde bauen wollen. Also ohne sich einen Kopf zu machen und die Hunde zu testen und so weiter. Man muss nicht im VDH sein und man muss auch keine Ahntafel haben. Aber man sollte wenigstens dafür sorgen, dass man also nicht noch mehr Leid absichtlich produziert. Und das vermeiden, was man vermeiden kann. Und eben auch Wald- und Wiesenhunde einfach mal auf Gesundheit testen, beide. Ja. Und eben auch sowas checken, ne? Wenn ich da ein Hüti habe und da ein Merle bei ist, oder es können ja beides Merle-Träger sein. Also dann würde ich einfach das mal testen, ob das Merle-Träger sind, ob das überhaupt geht. Okay, super, super Hinweis. Vielen Dank. Dann gibt es diverse Augenkrankheiten, Colli-Eye-Anomalie, dann gibt es progressive Retina-Atrophie. Ich erkläre jetzt nicht, was das ist, weil ich sage es nur einfach mal. Mhm. Ja. Dann gibt es natürlich diese bekannten HD und ED, dann gibt es Patella-Luxation, das ist ja, denke ich mal, eher so eine Kleinhundkrankheit. Mhm. Dann gibt es degenerative Myeleopathie. Ich glaube, das ist so eine neurologische Erkrankung. Mhm. Dann gibt es Gallenblasen-Mukozele, da wird die Galle, da fühlt die sich irgendwie mit Schleim. Dann gibt es erbliche Spondylose. Das habe ich mir alles aus dieser Zuchtseite zusammengesucht. Die verlinke ich dann aber auch nochmal. Könnt ihr das alles nochmal nachlesen? Du willst was sagen, du stehst in den Schlag. Nee, also das ist, was ich immer, wenn ich mich wirklich für einen Rassehund interessiere, würde ich halt immer gucken, welche Erbkrankheiten gibt es und würde dann rausfinden, sind die Tiere getestet. Genau. So. Und alles, was ich jetzt hier erwähnt habe, darauf kann man, also außer jetzt Patella-Luxation, aber da sehe ich ja, wenn Mama und Papa, wenn da die Kniescheiben öfter rausspringen, dann ist es irgendwie klar, dass es bei den Babys auch passiert. Auf die anderen Sachen kann man, glaube ich, alle testen. Und dann habe ich noch bei Wikipedia was gefunden. Das heißt Fanconi-Syndrom und das ist eine Nierenschwäche. Mhm. Okay, jetzt also nur damit ihr es alle wisst, guckt einfach mal, oder ihr habt es mal gehört und ihr könnt euch das ja auch rausschreiben. Ich kann das auch gerne nochmal in die Videobeschreibung schreiben, dass ihr einfach Stichworte habt, wonach ihr die Züchter fragen könnt, weil das ist total wichtig. Weil wenn ihr einen Welpen vor euch habt, dann ist in eurem Kopf nur noch der Welpen. Ja, und alles andere ist vergessen. Schreibt es euch einfach vorher auf, sprecht mit eurem Züchter darüber, auf welche Krankheiten Es gibt auch Linien, wo Herzkrankheiten drin sind oder Epilepsie. Also sowas muss man alles besprechen. Ja. Aber letztendlich ist es dann eh so, wenn es einen trifft, trifft es einen. Also das sehe ich halt auch so. Und beim besten Züchter kann immer auch was schief gehen. Na klar.
Na, aber wenn die immer alles gar nicht beantworten können, ne? Und wenn man gefühlt im Jahr 100 Welpen produziert und dann sagt, ich hatte noch nie einen kranken Hund dabei, das ist nicht seriös. Ja, genau. Das ist, natürlich hatten die schon einen kranken Hund dabei, 1000-prozentig. Also, ja, wenn ich erst einen Wurf hatte und hatte noch nie einen kranken Hund in diesem einen Wurf, das glaube ich. Das mag sein. Aber es gibt ja Züchter, die züchten wirklich das Alphabet rauf und runter und das ist jetzt gar nicht mit Wertung. Die machen nur das und wenn die das gut machen, die haben eine andere Einstellung zum Thema mit dem Hund leben. Und welcher Hund glücklicher ist, finden wir gar nicht wirklich raus. Ob meiner, der hier im Bett liegt oder die, die da so in ihrer Hundegruppe leben und Welpen aufziehen dürfen. Oder wie auch immer, wenn die gut versorgt sind und gut verpflegt. Also ich denke, das ist einfach eine Frage von Einstellung, wie lebe ich mit Hund. Und wenn die gut aussehen, die Tiere, dann ist das ja alles in Ordnung. Aber wenn jemand das Alphabet rauf und runter züchtet, dann hatten die auch schon mal Krankheiten drin. Absolut. Und damit sollten die offen umgehen und ehrlich umgehen. Und ich finde es immer sehr mysteriös, wenn die alles noch nie hatten. Ja, das kann ja gar nicht sein. Ne? Und deshalb schreibt euch einfach auf, was vorkommen kann. Dann habt ihr einfach eine Liste, worauf ihr achten sollt, wenn ihr zum Züchter geht und arbeitet die mit dem Züchter ab. Und wenn das ein guter Züchter ist, der wird auch sagen, ja komm, das ist super, dass du dir das aufgeschrieben hast. Ich erkläre dir das alles und dann seid ihr auch in guten Händen. Ja. Wenn die Züchter sagen, nee, was ist das denn? Das ist doch Quatsch. Sowas gibt es bei uns nicht. Dann geht einfach woanders hin. Ja. Na? Ja, und auch wenn man, ne, also das war jetzt wieder bei Feeszüchterin, ich habe zwei Cousinen kennengelernt, ihren Papa kennengelernt und die Mama kennengelernt. Das war natürlich großartig. Super. Weil die einfach einen Arsch voll Hunde auch haben. Also es ist Wahnsinn. Aber die behalten eben auch die ganzen alten Hunde. Ja, und da konnte ich halt wirklich sagen, ja, aus der Verpaarung, das waren sehr aufgeweckte, lustige kleine Hunde und wo ich gesagt habe, jo, die finde ich cool. Also das war auch gleich und da habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ach super. Ja. Toll. Silvia, sind wir, ist wir gut, sind. Was wir gemacht haben? So, ich denke. Fühlt sich gut an. Können wir noch mal ganz kurz, weil wir haben echt viel erzählt über den Sheltie, können wir noch mal so ganz kurz zusammenfassen? Wer vielleicht der Richtige für den Sheltie ist und wo der Sheltie glücklich wird und was für Bedürfnisse der hat. Also Sheltie kann eigentlich überall leben, wenn man auf das Bedürfnis nach Sicherheit Rücksicht nimmt und den dementsprechend gut trainiert. Muss Freilauf haben, also das ist wichtig, der muss sich bewegen können und frei laufen können, mal Mäuschen buddeln können, also solche Sachen. Okay, er könnte Jagdverhalten zeigen. Muss man immer mal wieder sagen, weil er wird ja oft als nicht jagender Hund beschrieben. Das ist nicht wahr. Ich kenne einige jagende Shelties, die schreiend in alleine stehen. Ja. Also dann auch wirklich richtig mit Vollgas. Ich kenne aber auch ganz viele, die gucken den Häschen nur hinterher. Okay. Aber man könnte damit rechnen, dass sie es zeigen. Mhm. Und auch einen Autoreifen beißen wollen. Ja, ganz wichtiges Thema, die Bellfreudigkeit. Da sollte man einfach mit rechnen. Und wenn man in einem Mietshaus lebt, sollte man sich einfach überlegen, ob das der richtige Hund für diese Umgebung ist. Kann er sein, aber man muss eben dann einen hohen Trainingsaufwand eventuell betreiben. Ja. Und man muss Bock haben, mit dem Hund Hobbys auszuüben. Unbedingt, ja. Nee. Und dass der seine Ruhezonen hat. Also das sind wirklich sensible Hunde und die muss man auch beschützen, weil die halt so niedlich aussehen und die stehen da aber gar nicht unbedingt so drauf. Okay, es sind kleine Hunde, was man nicht vergessen darf. Mhm. Man braucht einen guten Staubsauger. Ja. Ansonsten kriegt man ganz viel, also Fee ist hauptberuflich Schlafmütze, also die liegt immer auf meinem Kopf von Anfang an. Okay, das stimmt. Zum Beispiel, also wer sowas mag und ich kenne die eigentlich fast immer sehr kuschelig. Okay. Also gibt auch bestimmt auch welche, die es nicht mögen. Garantiert, es gibt ja immer alles, aber. Mhm. Genau, also sind auch sehr menschenbezogen und eher Hunde, die dazu neigen, sich auf einen so ein bisschen einzuschießen. Mhm. Ja. Okay, ja, eigentlich haben wir doch alles bearbeitet und alles erzählt und alles gesagt, oder? Ja, also man sollte mit Sensibilität umgehen können. Ne? Also beim Sheltie kann es dir halt passieren, du trittst ihm einmal auf die Pfote, Fee ist nicht so, aber und dann ist er weg. Ja. Also so damit muss man umgehen können, die knusen das nicht einfach so weg.
Okay, genau. Finde ich auch ein wichtiger Hinweis, weil es gibt ja durchaus auch Menschen, die eher so ein bisschen, also ich will jetzt keinen bashen, ich will das auch nicht so negativ ausdrücken, aber es gibt ja einfach Menschen, die motorisch sind. Ja, genau. Und einfach sagen, ach, stell dich nicht so an oder so, ne? Genau. Sondern und das Menschen, die auch ein Auge für das Wohlbefinden ihrer Hunde haben und die Hunde auch gut lesen können. Und wissen, ja, und sich dann auch wieder Zeit nehmen und sagen, Mist, ich bin ihm auf die Pfote getreten, jetzt muss ich daran trainieren und nicht genervt sind und das persönlich nehmen, sondern Shelties sind so. Okay. Also ja, Border Collies ja auch sehr häufig, die ja. Knusen das auch nicht einfach so weg. Ja, finde ich auch nochmal wirklich wichtig, dass du das sagst, weil dann kann man sich einfach nochmal prüfen, ob man darauf Bock hat oder nicht. Mhm. Ja? Genau. Okay, meine Liebe, ich finde, wir waren super und ich glaube, wir haben allen Interessenten für Shelties echt einen guten Plan mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe. Ja, ich hoffe es auch. Okay, ja dann, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Und jetzt kommt nochmal mein Spruch am Ende für alle Zuhörerinnen. Kommentieren, liken, da würde ich mich total darüber freuen, auf YouTube, aber auch auf Spotify und Apple, da könnt ihr das dann als Podcast hören und da würde ich mich über eine Bewertung mega freuen, weil nur wenn der Podcast bewertet wird, nur wenn auf YouTube kommentiert wird und geliked wird, dann sehen das mehr Menschen und deshalb machen wir das, damit ganz, ganz viele Menschen diese Infos kriegen, nicht weil wir damit Kohle verdienen, sondern wir wollen echt diese Infos in die Welt tragen. Das genau, und ihr müsst ja gar nicht viel schreiben. Irgendwas Kleines. Ihr könnt nur sagen, geil gemacht, super, mega, ja. Dankeschön, das reicht völlig aus. Ihr könnt auch gerne einen Rassewunsch reinschreiben, also welche Rasse wir, also jetzt nicht die Löwe und ich, aber du hast ja noch viel zur Auswahl. Den Respekt zum Beispiel. Ja, da können wir nochmal drüber sprechen. Das machen wir gleich. Ja. Okay. Ich beende jetzt erstmal die Aufzeichnung und danke, dass ihr alle zugehört habt und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder wie auch immer, wann ihr zuhört. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.